Die Lebensmittelindustrie ist nicht so konjunkturanfällig, zum Glück. Von dort her sind wir recht positiv für 2018. Insbesondere die Trends zur Regionalität, zur Frische, zu lokalen Produkten sind natürlich etwas, das vor allem im Thurgau positiv einzahlen kann. Und ich glaube, da können auch gerade Thurgauer Agrarindustrie kann sehr positiv sein. Ja, die laufenden Anlagen hier im Hintergrund zeigen auf eine wunderbare Art und Weise, dass der Geschäftsverlauf im Moment hervorragend ist. Und das ist ja eigentlich das, was man sich wünscht als Unternehmen, dass es so gegen das Jahresende ein Schwung entsteht, den man dann ins nächste Jahr hinein kann nehmen. Das zeigen auch unsere jüngsten Umfragen in unseren Industrieunternehmen von unserem Kanton. Und das ist eigentlich sehr erfreulich. Ich glaube, da ist ein Optimismus vorhanden. Man muss bei uns in der Industrie noch ein bisschen unterscheiden, wenn wir ein bisschen differenzierter her schauen. Wir haben ja einen starken Block Textil oder Textilveredelung in Hightech-Textilien rein. Dann haben wir aber auf der anderen Seite auch Kommunikationstechnologie, Messtechnik. Und da unterscheidet sich es noch ein bisschen. Der Optimismus ist auf der Seite von der produzierenden Industrie im Elektro- und Metallbereich noch etwas grösser als auf der Textilseite, aber er ist durchaus auf beiden Seiten spürbar. Ich glaube, wir müssen einfach nach wie vor unsere Hausaufgaben machen, das ist entscheidend, Kosten im Griff haben, Prozesse im Griff haben. Im Moment spielt ja der Währungsdreieck US-Dollar, Euro, Schweizer Franken noch etwas für uns. Das können wir nicht gross beeinflussen, also umso wichtiger ist es, dass wir unsere Prozesse und das, was wir mit der Hand können, beeinflussen können, im Griff haben. Was die Holzindustrie anbelangt, da sind wir recht zuversichtlich. Die Märkte laufen, die laufen auch international. Da spüren wir gute Nachfrage nach Schweizer Holz. In der Bauwirtschaft und im Holzbau spüren wir nach wie vor gute Nachfrage, aber auch ein bisschen verlangsamen und einen schärfer werdenden Wettbewerb. Zum einen haben wir ein Problem vom Einkaufstourismus. Das wird sich nicht so schnell beruhigen. Auch wenn wir jetzt eine positive Entwicklung vom Euro haben, obwohl ich an die noch nicht so ganz glaube. Und zweitens haben wir natürlich eine dramatische Strukturbereinigung im Detailhandel. Das wird uns die nächsten paar Jahre begleiten. Und darum gibt das einige Herausforderungen zu bewältigen. In der Informatikbranche geht es gut und wir erwarten, dass sich der positive Trend auch im nächsten Jahr fortsetzen wird. Darauf deutet auch der ICT-Branchenindex ein, ein Stimmungsbarometer, der regelmässig von unserem Branchenverband des WIKO erhoben wird. Und gemäss dem herrscht ein genereller Stimmungsaufschwung in der ICT-Branche. Und auch wir von der Abacus schauen positiv aufs nächste Jahr. Wir glauben daran, dass die Digitalisierung uns noch einige Geschäfte wird vermitteln und mit Mobil Lösungen haben wir natürlich die entsprechenden Antworten auch darauf. Im Baugewerbe gehen wir davon aus, dass der Wohnungsbau im nächsten Jahr weiterhin unter Druck kommen wird, eher noch mehr, auch aufgrund der Leerwohnungsbestände. Renovationen gehen wir davon aus, dass leider aufgrund der tiefen Energiepreise die Attraktivität immer noch klein ist und keine Steigerung dort zu erwarten ist. Im Gegensatz zu Industrie und Gewerbe, dort hoffen wir aufgrund vom verkrafteten Frankenschock, dass dort die Investitionen wieder ein bisschen anziehen werden. Und die öffentliche Hand muss aus unserer Sicht ihre Investitionen aufrechterhalten. Und aus diesem Grund gehen wir auch nicht für sich positiv ins 2018. Die Medienbranche ist bekanntlich in einem grossen Umbruch, vor allem der Werbemarkt. Also Printmedien verlieren dort strukturell Erträge. Die Schweizer Presse verliert im Moment zwischen 13-15%. Das St. Galler Tagblatt performt zum Glück ein bisschen besser. Man rechnet damit, dass es auch nächstes Jahr so ist. Also es wird nicht weiter runtergehen, aber auch nicht aufgehen. Nutzerseitig haben wir verändertes Medienverhalten. Wir merken die Verschiebung vom Print ins Digitale. Die Erträge werden wir können heben, dank ein bisschen Preiserhöhung und neuen digitalen Produkten. Die Ostschweizer Industrie und damit verbunden auch Zulieferbetriebe haben die Chance, im Jahr 2018 wieder zuzulegen nach einer langen Durststrecke. Besonders stark betroffen von dem schwachen Eurokurs sind natürlich KMU-Betriebe, die ausschließlich in der Schweiz produziert haben. Positiv auswirken wird sich die Prognose für die Weltwirtschaft, die positive Prognose, aber natürlich auch der bessere Eurokurs, sodass unsere Schweizer Industriebetriebe und Ostschweizer Industriebetriebe positiv in die Zukunft schauen können.